Ja, servus, ihr lieben Leute! Leute von heute. Na? Geht schon mal gut los mit der Husterei. Leute, so! Wir machen weiter. Wir sind so richtig genial vorangekommen in den letzten Zeiten. Und ich muss ehrlich sagen, da ist noch immer der Professor Fick. Professor Fick, ah ja, servus, ich bin da. Leute, gut, wir machen weiter. Wir müssen jetzt uns mit Professor Fick am Turm treffen. Aber ich werde mal Folgendes machen. Ich probiere es noch einmal. Auftrag verfolgen, hier schnell hinreisen, Leute. Zum Hof des Uhrenturms und... Ja, das ist auf jeden Fall interessant, ihr Lieben. So, jawohl. Und vielleicht probieren wir es jetzt noch einmal. Ich habe schon ein paar Mal probiert. Du hast maßgeblich zu Dankensruf beigetragen. Zu Dankensruf? Warte mal ganz kurz. Ach so, ja, genau. Das war ja, wie ich den einen geholfen habe, diesen Danken. Ist schon wieder, jetzt muss ich schlafen wahrscheinlich. Künftiger Champion im Anmarsch? Ja, es war gerade Nacht und sie sind schlafen gegangen. Jetzt habe ich warten müssen. Das ist also das Warten. Los geht's, Leute. Komm doch, lass mich ran. Es sagt wahrscheinlich wieder so beim Kämpfen. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Na, wer kommt denn da? Bereit für eine neue Chance? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Probier's noch einmal. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Natsai Onai. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird als die letzten Male, wo ich es komplett verkackt habe, Leute. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Vier sind das. Ich habe da einfach keine... Also, weil es dauernd hackt, Leute. Weil es andauernd nämlich hackt, Leute. Schaut mal, es hackt die ganze Zeit beim Kämpfen hier. Kann nichts machen, Leute. Weil ich noch alle Leben habe. Versuchst du es nochmal? Ja, Leute, ich bin bereit. Sehr schön. Gibt's ja nicht. Viel Glück Weil's da draußen. Andauernd nur hackt, hackt, hackt. Da kann ich mich ja nicht konzentrieren, Leute. Was ich nicht verstehe, weil ich war ja eigentlich, erstens sind das vier und wir nur zwei. Das ist das, was ich so verurteile an dem Ganzen hier. Die sind vier und wir sind zwei. Das verstehe ich einfach nicht. Und dann ist die Natai halt besiegt. Ja. Und ich... Wir haben noch Leben und bin weg. Potato. Das war's mit meiner Wette. Die könnte noch besser.
Con Pringo. Nu. Levioso. Protego. Con Pringo. Stufo. Hat dich zu konzentriert. Schade, dass nicht mehr Leute zu sehen können. Oh, geschafft. Ah, ja. Was für ein Sieg. Du hast das Turnier gewonnen. Super. Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Cool. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Ja. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Ja. Jo. Passt, Leute. Ja. Champion. Ich bin Champignon, Leute. Ich bin Champignon. Na super. Ah, endlich, Leute, endlich. Haben wir da draußen eigentlich noch was? Ich weiß es nicht. Wir haben überhaupt keinen Nebenauftrag mehr. Aber vielleicht haben wir ja, genau, einen Nebenauftrag drüben in, Hogsmeade. Weil da können wir jetzt, also da haben wir keine Nebenaufträge mehr. Wir haben Aufträge. Percival Rackhams Prüfung. Professor Sharps Aufgabe. Was haben wir da? Professor Sharp möchte, dass ich mich teste, während ich unter dem Einfluss von sowohl Maxima als auch Eduros-Tränken stehe. Er möchte auch, dass ich einen Fokustrank mitnehme. Ich weiß, dass ich Zaubertränke und Rezepte bei J. Pippins Zaubertränke finde. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen, aber meine Karte könnte dennoch nützlich sein. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Eduros und teste sie zugleich. Maxima und Eduros. Ja. Maximas Trank und Eduros. Maxima und Eduros. Schau ich einmal. Ob ich das machen kann, Leute. Habe ich eher nicht die ganzen... Ah, Inventar, genau. Ich muss einmal schauen, welche Tränke ich habe. Wartet mal kurz, das kann ich eh draußen schauen. Achso, was haben wir da? Kaukohl, Venomosat, Eduros-Trank. Maxima. Super. Schau da mal. Okay, der hilft schon mal. Leute, juhu! Und Eduros-Trank muss ich testen. Ist das jetzt aktualisiert, die Quest? Ich muss mal warten, bis der aufhört zu wirken. Da muss ich mal ganz kurz schauen, Leute. Aufträge. Nö. Aber zugleich? Maxima Trank, ne? Genau, und Eduros Trank war da, ne? Passt, ja! Super, alle beide, passt. So, haben wir das, na bitte. Haben wir da mal wieder einen Auftrag von Professor Sharp? Na super! Wo muss ich da hin? Ich hab da eigentlich...
überhaupt nichts mehr. So, dann weiter. Was muss ich weiteres machen? Ja. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Ich habe keinen Fokustrank. Oder? Chinesischer Kaukohl, Unsichtbarkeitstrank, Maxima und Venomoser. Fokustrank. Na, dann muss ich wahrscheinlich nach Hogsmeade. Schätz ich mal. Zum Pippin! Wo ist der Pippin? Hey, haben wir da irgendwo eine Nebenaufgabe? Pippin, da ist er. Dann reise ich nach West Hogsmeade. So, ihr Lieben, ich reise jetzt nach West Hogsmeade. Gut, dann bin ich einmal da, bin ich. So, in Hogsmeade. Endlich wieder mal. Ich muss zu J. Pippins Zaubertränken gehen. Den muss ich jetzt aufsuchen. Hallo? Ah, wartet mal ganz kurz. Zur Rübe. Zur magischen Rübe, weil ich kann ja Samen kaufen. Dipdamm-Samen, Leute. Das wäre ganz cool. So, Dipdamm-Samen kaufen. Sagen Sie was? Nichts. Sie suchen was Neues. Ja, Flussgras-Samen schaltet für... Knöterich-Samen, Malbenkraut-Samen und Samen des Schrumpfen. Was? Schrumpelfeige. Dünger. Leute, ein nährstoffreicher Kompost, der den Pflanzen zugesetzt werden kann, um ihren Ertrag zu steigern. Ich habe so viel Geld, Leute. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich das alles noch helfen kann. Ich kann so viel kaufen, Leute. Dipdamm-Blätter. Werde ich mir einkaufen. Flussgrassamen, Knöterichzweig, Blätter des Malbenkrauts, Frucht der Schrumpelfeige. So! Dann kann ich da mal was verkaufen. Wieder einmal. Ne? Für Geschäftliches. Was ist das? Ah, 19er Stufe, genau. Diese geschmeidige Duellierhandschuhe, die kann ich weggeben, Leute. Das kann ich weggeben. Das kann ich weggeben. Alles eigentlich. Und das auch so da. Und ich habe wieder über 5000. Niemand so. Kann behaupten, meine Regale ja, wären tschüss. Leer. Servus. Ich weiß, ich könnte, ich baue zu Hause Dickdarm an, Dickdarm. Aber, wenn ich schon da bin, kann ich welche kaufen auch. Ich habe ein paar Heiltränke nämlich nicht verschwendet, aber beim Duellieren habe ich die ja vorher verbraucht. Pippins Zaubertrank. Stube hier, ne? Wo ist denn die jetzt, ne, Leute? Das ist Ollivander. Da ist der Zonko Süßigkeiten Kram, ne? Ja, ich finde jedes Mal nicht diesen Ollivander. Ja, komm, hack doch weniger, du Vogelspiel. Leute! Da ist ein Spiegel. Wartet mal kurz, wo sollten da der Schmetterling sein? Ah, das ist dieser blöde Spiegel mit dem, ja, Wertschärferbild. Grafik. Wurscht. So, und was ist das da eigentlich? Ein Verschwindezauber. Schau doch mal. Vielleicht ist da der Verschwindezauber ja eigentlich. Verschwindezauber ist vielleicht gar nicht schlecht. Was ist das? Lässt Gegenstände verschwinden. Kann nicht verwenden. Ah, schade. Explosionszauber habe ich ja auch schon bekommen, Leute. Oh, Leute! Da glaube ich. Schau doch mal. Schaden. Feuerangriff.
Contrinto! Nö. Nö, da kann ich nichts machen, Leute. Wurscht. So, wo ist der liebe Kollege? Kollege Schnürschuh! Pippin. Das kann man da nicht lesen jetzt. Flutes and Lutes. Was? Lutes tut immer gut, Leute. Reveille. Ja, da muss ich wohl oder übel die Karte aufrufen. Ich finde den Pippin nicht. Ich glaube es ja nicht. Ah, Leute. So, wo sind wir da jetzt? Da ist er. Schaut einmal hier. Da, Che-Pippin. Wegpunkt festlegen. Gut, marschieren wir dorthin, Leute. Zu Che-Pippin. Denn da brauche ich nämlich diesen... Ist da gerade ein Papier geflogen? Rebellion. Nö, das war nur ein Vogel. Leute! Schneller rennen hier. Da ist J-Pippin. Fokustrank. Ich brauche nämlich einen Fokustrank, Leute. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ja, du kannst helfen, lieber Perry. Denn ich brauche Tränke. Wie kann ich heute behilflich sein? Rezept Unsichtbarkeitstrank Donnerbräu, das ist für mächtigen Schadenstrank. Ein Rezept für Donnerbräu kaufe ich mir mal. Eine weise Entscheidung. Vielen Fokustrank. Dank. Leute! Da kann ich mir ja selber Fokustränke herstellen, oder? Aber hast du auch einen? Da haben wir einen. Na, passt. Ja, kaufen wir gleich zwei. Passt! Donnergebräu, Edurus-Trank, Unsichtbarkeitstrank, Maxima-Trank und da haben wir Mega-Power-Trank. Sehr gut. Passt. Weiter geht's. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Donnerbräu freigeschaltet, Leute. Somit ist das ganz cool, weil das Donnerbräu kann ich mir jetzt selber herstellen. Und auch den Fokustrank. Passt. So! Ich bin ja eigentlich fertig. Ist da noch irgendwo eine Kiste, Leute? Das wäre interessant. Hä? Packt hier fest, Leute. Ah, da unten. Leute, das ist richtig cool. Na bitte. Unsichtbar Zauber. Da unten ist eine Augenkiste. Leute. So, die Folge ist aber schon um, Leute. Ich werde da jetzt noch auf jeden Fall diese Kiste ausnehmen. Wenn es nicht hacken wird die ganze Zeit, Leute. So, unsichtbar machen. Passt. 500 Münzen. So, jawohl. 500 Münzen erneut wieder. Das ist toll. Ihr Lieben, ich werde mich verabschieden für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir zurück marschieren nach Hogwarts ins Schloss. Aber wir beginnen in der Folge dann in Hogwarts, weil ich reise jetzt dann offline noch schnell hin, damit ich jetzt nicht extra dann eine Folge wieder beginnen muss, dass es wieder ewig lädt, wo ich dann eh schneiden muss, gleich zu Beginn. Nö. Wir sehen uns dann in Hogwarts wieder in der nächsten Folge. Game over und ciao.